Herzlich willkommen zurück zu Let's Play WoW. Wir machen weiter World of Warcraft. Wir werden Azeroth gemeinsam verteidigen. Heute beginnen wir dann auch wirklich mal mit Asuna. Ich weiß, die letzten paar Folgen waren eigentlich als Asuna-Folgen getitelt, aber sie werden es auch bleiben. Aber jetzt geht's wirklich los mit Asuna. Perfekt, wie wär's mit deinem Ausflug nach Asuna? Bleibt wachsam. Wir müssen einen Weg finden, um das Grabmal des Sagras wieder zu versiegeln. Ich habe Informationen zu einem uralten Relikt in Erfahrung gebracht. Dieses Relikt ist vielleicht die Schlüssel, um die Legion aufzuhalten. Unsere Suche beginnt auf der uralten Elfeninsel Asuna. Vor langer Zeit haben dort die Hochgeborenen von Surama ihre mächtigen Magier perfektioniert. Jetzt finden sich dort nur noch eine verfluchte Ruine. Ja, schade eigentlich. Die Dämonenjäger der Illidari haben ein Lager auf der Insel errichtet. Da wir sonst niemanden in diesem Gebiet kennen, werden wir dort anfangen. Seid ihr bereit für einen Flug? Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid, Champion. Ich bin bereit nach Asuna. Wir wissen euch zu. Ich ziehe die Rabengestalt des Großstabs Atiesh vor. Beim Reiten scheuert man sich nur wund. Okay. Die Dämonenjäger haben am anderen Ende der Insel Stellung bezogen. Vielleicht können sie uns helfen, die Säule der Schöpfung zu finden. Klingt nach einem Plan. Seht dort. Naga-Truppen. Wir bekommen Konkurrenz von Königin Ashara selbst. Das kommt unerwartet. Sie muss auch hinter der Säule der Schöpfung her sein. Klingt aber nach Ashara. Atemberaubend. All das arkane Wissen, das hier verloren gegangen sein muss. Dort, die Illidari. Und die brennende Legion ist auch hier. Gut, dass ihr an unserer Seite kämpft. Wie vermutet, gelingt es den Illidari, die Front gegen die brennende Legion zu finden, aber sie haben Probleme. Wir müssen ihnen helfen, Hedwe. Man hilft ja gern. Auf ins Getümmel. Die brennende Legion hat hier einen Sieg errungen, aber die Illidari auch. Anscheinend können die Dämonenjäger den Ansturm standhalten. Wäre doch nur mit Mühe und Not. Kommt, setzen wir eure Waffen sinnvoll ein. Ich werde unseren nächsten Schritten planen, während ihr die Legion niederkämpft. Schnell! Die Illidari werden gleich überrannt! Ja, ich habe mich entschieden, mit den Vögeln hier weiter zu spielen. Erzmagier Khadgar, Champion? Welch Überraschung! Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Ihr beide seid ein willkommener Anblick. Wir könnten die Dämonen zwar aus diesen Ruinen vertreiben, aber stärker als alle, denen wir sofort begegnet sind. Wir wissen eure Hilfe zu würdigen. Wenn wir die Invasion der Legion erst nicht aufhalten können, werden sie erst Asuna und dann den Rest der verheerten Insel überrennen. Schicke Waffe habt ihr da, Champion! Sprecht mit Jace und Alari, wenn ihr helfen wollt. Immer doch, mein King. Fürst Illidan kennt den Weg. Hi. Die Wiederentzündung des Zauberschutzes, okay. Die Dämonen schwächen meine Verteidigung. Sie schienen viel mächtiger zu sein als diejenigen, die wir zuvor begegnet sind. Könnt ihr mir helfen, die Zauberschutz neu zu entzünden und zu verhindern, dass die Legion unsere Stellung hier überrennt? Denkt immer daran, es gibt kein höheres Ziel als die Vernichtung der Legion. Wir müssen den Zauberschutz neu entfachen, sonst wird die Legion mit Sicherheit überrennen und nach Asuna hineinstürmen. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Ich musste den widerwärtigen Kreaturen Informationen über die brennende Legion entlocken, aber im
lebendigen Zustand lassen die Dämonen sich kaum brechen. Genau wie ihr bin ich jedoch im Besitz eines mächtigen Artefakts, den Seelensender. Nehmt da meine Seelensteine, Seelenedelsteine, wenn ihr mit ihnen neben der Leiche eines Dämonen legt, wird ihr in ihre Seele herausreißen und dann werden wir herausfinden, ob die Sense ihm zu sprechen bringt. Tod der Legion! Vergesst nicht, den Edelstein zu verwenden, um den Dämonen das. Okay, mein Kind. Okay. Gleich zwei, wenn ich es nicht sehe. Na, machen wir zwei rein. Wir sind Legion! Ihr könnt nicht siegen! Fliegen macht diese Aufgabe hier echt einfach. Und jetzt vernichten wir den Rest dieser Dämonen. Yep, das klingt nach einem guten Plan. Azeroth darf nicht fallen. Danke euch, Hidoel. Das wird uns ausreichend Zeit verschaffen, um unsere Gegner abzuschalten. Lasst euch nicht von der Macht der Legion überwältigen. Hatte ich nicht vor, tatsächlich. Azeroth darf nicht fallen. Ja, jetzt schon spüre ich, dass ihre Seelen schwächer als ihr Fleisch sind. Denkt immer daran, es gibt kein höheres Ziel als die Vernichtung der Legion. Ja, 17 bitte. Ich nehme die Schuhe. Gehen wir auf die andere Seite der Tribüne. Wir werden die Dämonenseele nahe einer nach der anderen freilassen und ihre Antworten bezüglich fürs Editern bekommen. Dafür sind die Seelensinne schon Sorgen. Falls wir uns nicht wiedersehen, sterbt wohl. Kommt, Jäger. Wir werden einige Dämonen sehen. Ja? Warte kurz. Fürst Illidan kennt den Weg. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Mein Sonntagmorgen. Entspann dich. Ich bin bereit. Alari, fangen wir an. Vertraut auf Fürst Illidans Plan. Sagt so, was ihr wisst, Kritter. Haha, wir sind Legion. Wir kennen euch, Alari und euch, Hidre. Ihr werdet unser sein. Also euch den zweiten. Steckt ihr die uns Leiche, sagt mir. Unsere gemeinsame Willenskraft überträgt die Stärke eurer Sitze. Ich verrate nichts. Ich glaube, ich verstehe, warum es nicht funktioniert. Der mächtige Empfänger hat, hilft ihnen. Idol, ihr müsst den Seelenstein betreten und Narivnal zwingen, fürs Internet Stunde freizugeben. Ihr werdet von mir, ihr fahrt von mir nichts sehen, Fresser. Ah. Ihr werdet gut abgehen, ihr unser Dämon.